kennt ihr eigentlich schon den neuen Charakter? Jumbolina aus Garden of Banban 4. Leute, das ist ein neuer Charakter, der eventuell vorkommen könnte. Wir werden uns heute mit einem neuen Chapter 4 beschäftigen. Es wird sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst ein Like da und macht die 100.000 Abonnenten voll. Leute, wir machen gerade 2.000 bis 4.000 Abonnenten pro Tag. Ich freue mich mega. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert. Dann, Digga, ultramäßiger Support. Wir gehen rein. Let's go. Kuss und yalla. Was geht hier ab? Jumbolina? Junge. Crazy. Alter, was ist das denn, Leute? Was zur Hölle? Wow. Okay, das ist auf jeden Fall schon ziemlich nice. Aber wir gehen erstmal weiter und gucken, was es mit ihr auf sich hat. Da hat sich Jumbo Johnson auf jeden Fall eine feine Dirne geschnappt, würde ich mal sagen. Und es gibt anscheinend eine Bombe in dem Käfig. Alter, was geht denn jetzt ab? Plötzlich dieser ganz andere Film, Freunde. Ah ja, Jumbo Josie. Ich weiß, ich finde Jocelyna cooler, aber Jumbo Josie ist auch okay. Sie sagt, yo, du musst hier die richtigen Knöpfe aktivieren. Und woher weiß er eigentlich, welche Knöpfe er aktivieren soll? Oder nicht, dass er die Bombe gleich hochjagt, ne? Das wäre gar nicht gut, Alter. Okay. Der Typ ist auf... Anscheinend ist er brutaler Bombenentschärfungsexperte. Warte, sagt sie. Junge, ich wusste es! Bruder, ich hab mich schon gefragt, woher hat er denn eigentlich die Erfahrung, diese Bombe zu entschärfen? Hat er nicht gemacht. Zum Glück hat Jumbo Josie Jocelyna überlebt. Er ist jetzt auf ihrem Rücken anscheinend. Und was soll er jetzt machen? Da oben sind irgendwelche Türen. Ja, aber die kann er... Ah, er kann auf die Drohne springen, oder? Junge, ist das geil. Also das würde ich auf jeden Fall auch mal mega feiern, wenn das möglich ist. Er muss jetzt diese Knöpfe hier deaktivieren, weil die nämlich ganz schnell aus dem Raum raus müssen. Es droht nämlich alles einzustürzen, aber wir hören da schon Monstergeräusch. Irgendwas kommt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er fliegt von Raum zu Raum. Junge, beeil dich, Alter. Sieh zu, Mann! Wer hat eigentlich diese Knöpfe da hingelegt? Sag ehrlich. Wer packt da oben Knöpfe hin? Boah, Junge, die ist ja richtig sauer. Okay, einmal rüber da. Ihr Gesicht, ey, das sieht aber auch aus. Leute, was ist das? Also ganz ehrlich, die sieht aus wie meine Ex-Freundin, wenn die mich damals anschreien wollte. Ja, aber da muss ich jetzt halt mal auch durch. Jetzt wird die Tür geöffnet und die müssen doch jetzt eigentlich wieder raus können, oder? Was passiert jetzt? Oh, Junge, da explodiert ja noch mehr. Oh! Don't do that again. Okay. Sie hat ihn das zweite Mal gerettet. Also jetzt bist du ihr auf jeden Fall was schuldig. Jetzt musst du sie zum Essen einladen. Ich sag, wie es ist. Er hat Gefühle in ihr geweckt. Also anscheinend hat sie mütterliche Instinkte ihm gegenüber bekommen. Und eigentlich muss sie weg, warum auch immer. Aber sie hilft ihm jetzt. Und er geht durch diese Tür. Und damit kann er halt weggehen. Boah, Junge. Okay. Anscheinend ist er jetzt bei Jumbo Josie im Kinderzimmer, wo die Babys sind. Oh, die kleinen Süßen. Da hat Jumbo Josh aber nochmal wieder richtig durchgezogen, ne? Gleich 4 Kids. Da muss ich sagen, Digga, stabil unterwegs, der Bre. Bin ich ehrlich, Leute. Hashtag Bre in die Kommentare, wenn ihr das auch so seht. Und er muss die Kids auf den Stuhl setzen. Was? Das sind ja sogar mehrere als mehr als 4. Das sind ja sogar 6 oder was? Ja, tatsächlich. Okay. Kann man so machen. Der Josh, ey, stabil. Aber weißt du, was mich triggert? Dass er die beiden jetzt nach vorne setzt und dass er nicht so abwechselnd macht. Weißt du, wie ich meine? So, dass er einen Grün in die Mitte packt und eine Pinke in die Mitte und dann daneben halt diese anderen Farben. Digga, das ist irgendwie, das ist so, weiß ich mein? Keine Ahnung, da kommt vielleicht doch der innere Monk irgendwie durch. So, was ist jetzt hier Phase? Er ist auf dem Bett. Junge, wie hoch springt der Typ? Alter Schwede. Da ist die Zeichnung. Jumbo Josie hat das hier anscheinend gemalt irgendwie, so dass, also so ein Bild für Yoshi, da hinten ist sogar noch eins, er könnte da auch noch hochspringen, denke ich.
Da kommt er hin. Ah, da ist eine Schlüsselkarte. Nice. Okay, aber wofür? Und vor allem, was machen die Kids jetzt da auf den Stühlen? Hier sind irgendwie Videokassetten noch. Er kann die Videokassette da reinpacken, dann sind die Kids zumindest erstmal beschäftigt. Leute, das ist nämlich der Way to go, eigentlich. Okay, dann hau mal die Kassette da rein. Was gucken die sich jetzt da an? Macht der eine Folge SpongeBob rein oder was? Wäre auf jeden Fall lässig. Das ist anscheinend ein Video von Ben Ben, okay? Ja, kann man so machen, aber weiß ich ja nicht. Oh Gott. Oh, der böse Ben Ben verfolgt jetzt hier anscheinend die ganzen Charaktere und Ben Ben hat die gewarnt, weil... Wow! Oh Gott, die Kinder sind natürlich aufgeschreckt, klar, weil der Evil Ben Ben gerade in dem Video auch war. Was ist das denn? Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Moin. Hatte ich ja, ich hatte eben gesagt, Digga, Ex-Freundin, ne? Kommt hin. Junge, der hat die ganze Tür eingedrescht. Ich dachte, die hat mütterliche Gefühle. So, macht man das als Mutter so, dass man die Tür einschlägt? Oh Gott. Warum ist denn Jogo Josie jetzt so sauer? Versteht man nicht, aber yo, jetzt geht's hier aber richtig zur Sache. Alright. Bruder, zieh durch. Das sieht auf jeden Fall schlecht aus. Er muss jetzt hier richtig durchziehen. Einmal darüber. Nach links. Ah, das sehe ich kritisch. Das wird nichts mehr. Da ist rechts aber noch eine Möglichkeit, rüberzukommen. Gut. Dann kommt er aber wieder in den Raum zurück, wo der eben war, ne? Was total dumm wäre. Wow! Josh kommt und mischt sich ein. Er sagt, das ist nicht seine Schuld. Du musst dich beruhigen. Er möchte hier lediglich raus. Er ist ein Gefangener. Und anscheinend schreien die Kinder jetzt gerade. Was war das denn gerade schon wieder für eine Aktion? Wie sind die denn da gerade abgehauen? Machen die jetzt nochmal ganz kurz, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine? Ihr wisst schon, was ich meine? Nein! Jumbo Josie sitzt da und weint, die Kinder! Bro, was geht denn jetzt ab? Die weint. Anscheinend wurde da gerade mies was hops genommen. Oh nee, ne? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Tja, das kommt davon, wenn man immer Menschen jagt. Ihr dummen Monster. Ganz ehrlich. Beschützt mal lieber deine Kinder. Oh Leute, das ist nicht gut. Er kann da runtergehen. Ich würde die jetzt alleine lassen. Was soll er da auch machen? Er kann sagen, ey, sorry, tut mir leid, aber kann er ja wirklich, aber mehr geht da ja auch nicht. Deswegen, also, beweg mal deinen Hintern mal ganz schnell in den Lüftungsschacht da rein, würde ich sagen, ne? Da ist aber noch was auf dem Tisch. Ich hab's gesehen in grün. Da war was auf dem Tisch in grün. Eine grüne Schlüsselkarte. Die habe ich direkt gespottet. Er sammelt die auf und er sagt, warte. Die glauben, er kann denen helfen, ja? Okay, aber wie? Evil Ben Ben ist hier irgendwo und das Licht ist ausgegangen. Er packt die runter und ich glaube, Evil Ben Ben mischt sich jetzt ein, oder? Oh je. Ja, die müssen jetzt zur Cafeteria gehen anscheinend und zu irgendeinem Essensraum. Man weiß noch nicht genau, was denen das bringt, aber sie müssen halt Evil Bam Bam aufhalten. Würde ich auch mal sagen, wird an der Zeit, Freunde, dass ihr das macht. Weil Yoshi ihm geholfen hat, dass Jumbo Josie ihn nicht umlegt, hat er seine Kids geopfert, ne? Das ist auf jeden Fall nicht cool, bin ich ehrlich. Und es geht noch weiter. Ich bin so gespannt. Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und falls ihr den nächsten Part sehen wollt, relativ schnell, einfach ein Like dalassen und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, weil ihr den dann nämlich nicht verpasst. Dankeschön fürs Gucken. Dickes Küsschen, Denno, out.